schönem Herbstwetter besuchte mir das Spiel zwischen dem SV Dialet Zuberbach gegen den SK Unterschützen. Zu diesem spannenden Spiel kamen über 200 Fans, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Das Spiel wurde von Schiedsrichter Flasch Helmut und seinem Assistenten Herzog Johann gut geleitet. Beim heutigen Spiel stellt sich die Frage, wie Zuberbach hier spielen wird. Denn einerseits befindet sich Zuberbach auf einer Losing Streak mit 3 verlorenen Spielen und andererseits gibt es Gerüchten zufolge innerhalb der Mannschaft große Unruhen. Mario Tuber kam in einer Zeit nach Zuberbach zurück, bei dem Zuberbach ein Spiel nach dem anderen verloren hatten, baute die Mannschaft wieder auf und sicherte gegen Ende der letzten Saison den mittleren Tabellenplatz. Mit seinem harten, aber erfolgsversprechenden Training brachte er Zuberbach am Anfang der Saison auf den ersten Tabellenplatz. Jedoch machen diese Unruhen innerhalb der Mannschaft seine Arbeit zunichte. Wie auch immer, auf der anderen Seite haben wir Unterschützen, die fest entschlossen sind, weiter in die zweite Liga aufzusteigen. Die ersten 20 Minuten waren bis auf 2 Chancen keine großen aufregenden Situationen. Kalcic, abgewehrt durch Salay. Einwurf. Eberhard, wieder abgewehrt, aber dieses Mal von Zibor. Wieder Einwurf. Gaga schießt den Ball aus der Gefahrenzone. Nemeth mit einem Weitschuss, aber der aufmerksame Zuberbacher Tormann Molnar wehrte den Ball ab. Nach diesem Foul gibt es einen Freistoß. Der Ball war aber schneller als Vaga. Anweisungen vom Trainer auf Deutsch oder Ungarisch werden nicht richtig befolgt. Bogovic. Eberhard. Und Hoher. Tobias Eberhard lässt sich nicht von der Zuberbacher Verteidigung stoppen und schießt in der 43. Spielminute das 0:1. Der Schiedsrichter lässt 3 Minuten nachspielen. Eckball, es wird geköpft. Nemeth und Hoher. Unterschützen vergrößert den Vorsprung auf 0:2 in der 2. Minute der Nachspielzeit. Torschütze Markus Nemeth. Und das ist das Ende der ersten Halbzeit und wir sehen uns gleich in der 2. Halbzeit. Äpfel selbst frisch vom Baum gepflückt sind die beste Herkunftsgarantie, die Sie bekommen können. Rote, saftige Äpfel warten auf Sie. Aber wo? In Kobersdorf jeden Freitag, Samstag und Sonntag von 9 bis 17 Uhr um nur 1 Euro pro Kilogramm. Mehr Informationen bekommen Sie auf der Internetseite www.obstgartenkoch.at. Willkommen in der 2. Halbzeit des Spiels SV Zuberbach gegen SK Unterschützen. Die erste Halbzeit endete mit 0:2. Schauen wir, ob in der 2. Halbzeit Zuberbach das Ergebnis noch drehen kann. Die erste Chance in der 2. Halbzeit hat Zuberbach. Pergel kämpft um den Ball.
Nemeth, wieder Perge, Schuss. Aber kein Problem für den Gästetormann Wagner. Einwurf. Helmig. Eberhard. Gabovic. Artwohl versucht mit einem Weitschuss, aber der Ball landet direkt in den Händen des Tormanns. Die zweite Halbzeit ist viel interessanter als die erste. Viel schneller und chancenreicher. So wie diese Chance. Jedoch gut abgewehrt. Eckball. Und Tor! 0:3 in der 63. Spielminute. Torschütze Bruno Bogovic. Langsam wollen die Zuberbacher auch. Nemeth, Farkas und Tor! Zuberbach verringert den Vorsprung der Gäste auf 1:3 in der 73. Spielminute. Torschütze Peter Farkas. Nach diesem Tor sind die Zuberbacher aufgewacht und erarbeiten sich immer mehr Chancen. Jedoch geht der Ball nicht ins Tor. Der Schiedsrichter lässt 6 Minuten nachspielen. Und in der Nachspielzeit waren 6 Chancen von beiden Mannschaften. Freistoß. Piagi. Stange. Und Tor. Ein sensationelles Tor. Der Kopfball lenkte Piagi den Ball, welcher die Stange traf, ins Tor. 2:3 in der 6. Nachspielzeit. Torschütze Benze Berge. Schnell in die Mitte, aber die Zeit ist langsam am Ende. Hätte Zuberbach von Anfang an wie die letzten 15 Minuten gespielt, hätten sie wahrscheinlich das Spiel gewonnen. So trennen sich der SV Zuberbach und der SK Unterschützen mit einem Endresultat von 2:3. Ah!